Immer wenn diese Musik erklang, saßen Millionen gebannt vor dem Bildschirm. Aktenzeichen XY. Der Erfinder Eduard Zimmermann schrieb Fernsehgeschichte. Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen, das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe Aktenzeichen XY ungelöst, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Doch schon zuvor warnte er mit Vorsicht Falle vor Neppern, Schleppern und Bauernfängern. Und so ganz nebenbei erfand er ein ganz neues Zuschauerformat, nämlich das interaktive Fernsehen. Sie, meine Damen und Herren, jeder einzelne von Ihnen kann vielleicht dazu beitragen, dass die Fälle nicht ungelöst bleiben. Die jungen Damen, die hier ihre Anrufe entgegennehmen, bleiben bis 24 Uhr auf ihren Posten. Was gibt es Neues? Kann man schon etwas sagen? Hier konnte nicht nur jeder mitmachen, hier sollte jeder mitmachen. Ist auch heute die Polizei bereits wieder unterwegs. Das war nicht unumstritten. Von Hetz und Treibjagd war die Rede, doch der Erfolg gab Eduard Zimmermann recht. Aktenzeichen XY ungelöst wird heute zum ersten Mal als Eurovisionssendung gleichzeitig in drei Ländern ausgestrahlt. Daneben kopierten zahlreiche Länder das Format, ob die Niederlande, England, Israel, ja selbst die USA. Und so ließen Fernsehpreise nicht lange auf sich warten. Ob Goldene Kamera oder der renommierte Grimme-Preis. Eduard Zimmermann bekam sie alle. Schließlich die Ehrung für sein Lebenswerk, denn Zimmermann jagte nicht nur Verbrecher. Niemand, meine Damen und Herren, bestreitet, dass Rechtsbrecher Anspruch auf Menschenwürde haben. Aber man sollte bei aller Anteilnahme, die man ihnen mancherorts entgegenbringt, gelegentlich auch an die Opfer denken, die die Straftäter hinterlassen. An das Heer der Bestohlenen und Betrogenen, an die missbrauchten Kinder und die Hinterbliebenen der Getöteten. Er gehörte zu den Initiatoren des Weißen Rings, der Organisation, die sich um Verbrechensopfer kümmert und ihnen konkrete Hilfe anbietet. Etwas, was es so zuvor nicht gab. So hatte er eine doppelte Erfolgsbilanz aufzuweisen. In diesen 30 Jahren sind festgenommen worden 566 Mörder bzw. Mordverdächtige, die dann später durch das Urteil zum Mörder wurden, 579 Räuber und 455 Betrüger. Als er schließlich den Bildschirm für Jüngere freimachte, blieb für viele so etwas wie Wehmut. Doch es blieb auch eins: die Erkenntnis nämlich, dass sein Name für immer unauslöschlich mit seiner Sendung verbunden bleibt und damit mit einem Stück Fernsehgeschichte.